So. Mal wieder war der Postbote da. Ein kleines Unboxing, Amazon-Paket. Ich weiß nicht genau, was drin ist, so wie halt immer, aber das werden wir ja gleich in ein paar Sekunden sehen. Na, komm raus, mein Freund. So. Messer zur Seite. Ah. Okay. Mal habe ich ein Spiel. Leaders. Das ist ein, was steht hier drauf? Mehr Dynamik durch versteckte Aktionen mit anderen Spielern, mehr taktische Tiefe durch unterschiedliche Spielszenarien und Spielmöglichkeiten, mehr Abwechslung durch zusätzliche Spielinhalte dank App-Update. Also das wird, da kann man dann auch mal eine App laden. Hier kann man sich ein Video von dem Spiel angucken. Braucht man nicht. So, worüber handelt das Spiel? Kaum ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, ziehen erneut dunkle Wolken auf. Diplomaten werben um wichtige Bündnispartner, Spione stöbern nach geheimen Informationen, Wissenschaftler erforschen mächtige Technologien und die Generäle arbeiten an großen Invasionsplänen. Bist du bereit, dich im Kampf um die Weltherrschaft zu behaupten? Ja, dann nimmt man halt wahrscheinlich die Rolle von irgendeinem wundervollen, verrückten Oberhaupt ein oder was auch immer. Und gut, hier muss man dann, hier kann man dann die auf einem Tablet zum Beispiel die App starten und dann muss man die nebenbei benutzen. So, jetzt gucken wir nochmal rein in das Spiel. So. Vor Weihnachten so viel eingekauft, das ist unglaublich. Ich habe so viele Pakete, ich muss noch so viele Videos machen. Also ich muss nicht, ich will Videos machen, damit ihr halt mal seht, wie manche Sachen aussehen, wie zum Beispiel dieses Spiel. Upsala, bevor ihr euch das kauft. Zack, hier haben wir das Spiel. Hier haben wir auf Englisch. Okay, die Kurzanleitung auf Deutsch. Das ist eigentlich, wenn man es so sieht, wirklich sehr wirklich kurz, ist okay, kann man nichts sagen, scheint ja nicht allzu schwer zu sein. Dann haben wir hier, ja, das weiß ich nicht, hier haben wir unsere Soldaten, unsere Flugzeuge, unsere Panzer in verschiedenen Farben, irgendwelche roten Spielsteine hier, also rot, schwarz, braun, grün, gelb und blau. So. Haben wir hier, hier haben wir auf jeden Fall Würfel, das scheinen so eine, wie so Angriffswürfel oder ähnliches zu sein, in verschiedenen Farben mit Fadenkreuzen drauf. Hier haben wir die Anführer von den verschiedenen Staaten. Kriegen wir die auf, zack. So, gucken, welche Anführer es alles gibt. So, John F. Kennedy, United States. Harold Macmillan, United Kingdom. Nikita Khrushchev, Sowjetische Union. Charles de Gaulle, ich weiß nicht, der ist gebrümt, aber ich kann ihn nicht aussprechen. Frankreich, dann hätten wir Konrad Adenauer, Deutschland. Und Mao Zedong, China. Need help? Nein, brauchen wir nicht. Okay. Nice. Die packe ich aber wieder hier rein. Wenn hier schon so eine schöne Hülle dabei ist, dann werden wir die auch mal nutzen. Na komm schon. Komm schon rein hier. So. Die Anführer der Staaten sind wieder da. Was haben wir hier noch? Hauptquartier, Überblick, Diplomatie, Forschung, Militär. Gut, das brauchen wir auch nicht. Dann haben wir einen komischen weißen Stein. Warum der einzeln eingepackt ist, weiß kein Mensch. Drop Zone, okay, das hier legt man wahrscheinlich die Karten und ähnliches ab, die man hat, so. Wo haben wir denn das Spielbrett? Okay, hier haben wir auch nochmal die ganzen Hauptquartierüberblickkarten, Dinger. So, und hier hätten wir dann das Spielbrett. Oh mein Gott, ist auch wieder sowas. So, okay. Nice. Dann machen wir es mal so.
zack, so ganz. Na komm schon. Oh mein Gott, ich bin halt so komplett. Ja, auf jeden Fall hätten wir hier dann das Spielbrett mit Wolga Asien und so weiter. Also, ist auf jeden Fall schön gemacht. Production Points gibt es hier unten, keine Ahnung, was das heißt. Ja, und dann nimmt man wahrscheinlich irgendwie die anderen Staaten ein oder spioniert die aus oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es einfach zu Weihnachten nur mal auf die Schnelle gekauft, weil ich mir gedacht habe, ah, Angebot, muss man mitnehmen. Braucht man es wahrscheinlich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Ach, komm doch her. Zack. Aber wenigstens 1, 2, 3, 4, 5 Mal spielen mit den Kumpels oder Kollegen, Freunden und dann. Man muss es wenigstens mal austesten. So. Jetzt habt ihr mal so den Inhalt von dem Spiel gesehen. Den Rest habe ich jetzt nicht so ausgepackt. Aber ihr könnt euch das ja, ihr seht das hier ja. Da. Hier sind Flugzeuge, da sind ein paar Panzer und. Ja. Einwandfrei. So. Wie heißt das Ding? Leaders. Combinated Strategy Game. Okay. Ab 13 Jahre, 2 bis 6 Spieler, 120 bis 180 Minuten pro Spiel. Das ist gut. Also 3 Stunden ist schon gar nicht so schlecht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.